Oje, oje, bei mir ist das Landratsamt und ein Förster im Wald. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Bleibt auf jeden Fall dran, es wird spannend. Mich kriegst du nicht so schnell los. Jetzt geh mal rein ins Waldstückchen. In diesem Video was ganz Wichtiges, nämlich die Zukunft unseres Waldes. Was wächst viel in unserem Wald? Die Fichte. Und worauf hat die Fichte überhaupt keinen Bock? Auf Trockenheit und Wärme. Und wegen des beschissenen Klimawandels haben wir davon mehr als genug. Deswegen, wir müssen was ändern. Und wie man Wald zukunftsfähig machen, auf die geänderten Klimaverhältnisse vorbereiten können, zeigen wir in diesem Video. Auch wenn ihr keinen Wald habt, bleibt dran, es wird spannend. Jeder Waldbesitzer lacht mich aus. Ist dieses Stück, 5000 Quadratmeter, ist hier nicht viel, aber dennoch für mich wunderbar. Und du siehst, für dich wahrscheinlich der Horror, ein reiner Fichtenbestand. Aber lass uns mal durchlaufen und sag mir, was du siehst, was du erkennst und gib mir gerne Tipps und auch für die Zuschauer, was man machen kann. Das sind außerdem Förster Ludwig Pertl, er hat 2021 den Deutschen Waldpreis bekommen, und Nico Storz, er ist Projektleiter Live Future Forest beim Landratsamt. Mit dabei ist auch Heinz. Heinz kennt ihr ja schon. Heinz ist ja auch Forstwirt. Forstwirt und kennt sich super aus. Was wir hier jetzt sehen, was mich riesig freut in deinem Grundstück, du hast schon das Regenwurmfutter mit dabei. Das heißt, daran haben wir einen Bergahorn, drüben schaut nach Spitzahorn aus. Das heißt, die werden später mal dazu führen, wenn man den Nachbar anschaut, die haben Ulmen und Tannen reingepflanzt, damit wir den richtigen Abfall kriegen. Perfekt. Und dieser Wald sich natürlich letztendlich in Zukunft umgestalten kann. Von den Baumarten sehen wir hier oben, es sind auch schöne Lärchen dabei. Ja. Lärche ist auch eine super Baumart. Sie kommt mit Trockenheit noch ein bisschen besser zurecht wie die Fichte. Allerdings sollte man es eben auch wieder mischen mit Regenwurmfutter, dann sind sie zukunftsfähig. Diese Vegetation zeigt, du musst an sich gar nicht mehr viel machen. Das Laubholz ist schon da. Ein gewisses Problem, was ich gesehen habe, ist letztendlich, hier haben wir sogar die Eiche mit dabei, dass man schaut, wie ist der Einfluss vom Wild heran. Weil Regenwurm und Rehwild, die konkurrieren miteinander. Das heißt, hier, wenn zu viel Wild da ist, verschwindet letztendlich der Regenwurm. Aber was ich hier jetzt sehe, schaut das ganz gut aus. Kannst du mir das kurz erklären? Wenn zu viel Reh da ist, verschwindet der Regenwurm. Warum? Wo ist der Zusammenhang? Die haben beide dieselbe Nahrungsansprüche, brauchen eiweißreiche, leicht zersetzliche Nahrung, Konzentratselektierer. Und wenn ich 5 Kilo Reh pro Hektar habe, dann bleibt vom Ahorn nichts mehr übrig oder vom Edellaubholz. Habe ich 1 Kilo Reh pro Hektar, dann bleibt genügend übrig und ich habe eine Tonne Regenwürmer. Okay. Und sonst habe ich halt keine Regenwürmer. Also auch hier ist die Jagd wieder ein wichtiger Bestandteil, ja, um das im Gleichgewicht zu halten. Absolut. Was man hier auch sieht, das hier ist eine stickstoffliebende Flora. Das heißt, die ganzen runterfallenden Nadeln heran haben jetzt hier gigantische Mengen an Stickstoff aufgetürmt, der letztendlich hier sich auftürmt und zu einer negativen Humusform führt. Das heißt, der zersetzt sich nicht. Und das, was jetzt hier anläuft an Laubholz, das ist letztendlich Bioturbation. Das heißt, mit der Mischung Abfall bekomme ich wieder gesunde Böden, ohne groß was machen zu müssen. Aber ich muss auslichten hier. Ja, dringend. Also wir gehen ein Stück rein. Wir sehen, der Bestand heran, das, was an Holz steht, was hier an Kronenmaterial da ist, das ist extrem überbestockt. Und damit sind wir von der Stabilität des Bestandes sind wir im Hochrisikobereich. Kannst du das erklären? Das heißt, wenn ich zu viele Bäume habe, wenn die Kronen nicht rund sind und ungefähr bis zu einem Drittel der Baumlänge sind, dann wird dieser Wald sehr, sehr anfällig auf Wind, auf Stürme, auf Witterungseinflüsse. Das heißt, wenn ich jetzt zu stark pflege, kann es sein, dass man den in kürzester Zeit zerlegt. Vor kurzem hatten wir doch einen Sturm. Hier hinter dir siehst du einen, ja, liegen. Der ist umgefallen und hinten rechts ist noch einer umgefallen. Und zwar hat es den nicht mit Wurzel rausgehauen, sondern einfach da abgeknickt.
Ja, und wenn man jetzt hier dann eine Wurzelgrabung von dem macht, würde man sehen, dass die Fichte hier sehr, sehr flach wurzelt letztendlich und dass die auch anfällig wahrscheinlich mehr Rotfäule hat. Und wir müssen jetzt schauen, die nächste Generation gehört jetzt dann in kürzester Zeit angepasst. Wobei das Schöne ist, hier haben wir eine Baumart, die gigantisch toll ist, aber natürlich durch das... Ich muss zugeben, ich erkenne es nicht. Kannst du sagen? Die Esche, durch, ach, das ist Esche. Durch die Trieberkrankung natürlich schwierig ist, voll auf diese Esche zu setzen. Aber das Tolle ist, hier gehört jetzt die nächste Zeit Holz gemacht. Ja, nicht die kleinen Bäume, sondern wir schauen immer, wer ist mein wichtiger Baum und der nächste gleich große wird entnommen. Wir wollen aus diesem einschichtigen, reinen Fichtenwald einen Dauerwald machen. Ja. Und Dauerwald funktioniert nur, wenn der hochstabil wird. Und ein stabiler Wald ist ein mehrschichtiger Wald. Das haben wir bei uns als Kriterium drin. Der ist jetzt rein einschichtig. Und einschichtig heißt für uns hochanfällig, hochlabil. Und wir müssen jetzt schauen, wie kriegen wir den stabil. Und stabil kriegen wir nur, indem wir hier mäßig und oft immer wieder Holz machen. Und zwar so Holz machen, dass man stabilisieren. Das ist die erste Schiene. Und das zweite hier in den dunklen Bereichen so managen, damit der Boden wieder gesund wird. Und zusätzlich würde ich dann noch ganz wenig noch zusätzlich Arten dazu bringen. Möchte ich Nadelholz, dann gehört hier die Tanne rein. Dann würde ich sagen, gehört noch ein bisschen Regenwurmfutter rein. Eine Linde, eine Hainbuche. Und dann kann ich im helleren Bereich kann es noch erweitern, dass ich sage, was möchte ich sonst an Edellaubbäumarten haben. Die Eiche, der Ahorn, die Esche kommen natürlich. Mhm. Und den Rest kann ich einfach mäßig erweitern. Du hast ja auch schon Naturverjüngung dabei. Das haben wir ja gesehen, ist ja super. Und jetzt musst du schauen, dass ein bisschen Licht reinkommt. Wenn das Licht nicht reinkommt, dann machen deine Fichten oben die zu. Und das, die Naturverjüngung ist zwar klein unten da, aber schafft es nicht nach oben. Ich sehe hier eine Brombeere aufgehen, ja. Und ich habe in meinem anderen Waldstück alles voll mit Brombeere. Siehst du hier das schon als Problem? Oder? Ja, die Brombeere ist letztendlich diejenige, die den Stickstoff umwandelt, der zu viel da liegt. Ah. Und der letztendlich nicht genutzt wird, weil einfach dieses Abfallmaterial nicht da ist. Was mich allerdings freut, man sieht jetzt hier, haben wir den Ahorn mit dabei, dann wird es schon deutlich besser. Man sieht aber, oben ist er verbissen. Ah, das ist so eine Verbissstelle. Das ist eine Verbissstelle. Mhm. Daran haben wir den Holunder, der hilft nicht. Und die muss jetzt halt irgendwann hochwachsen. Holunder ist auch nicht gut, weil du ihn gerade umgeknickt hast. Der Stickstoffliebende, der setzt den Stickstoff um. Was, wenn du siehst, jetzt hier auch da ist, du musst an sich ums Nadelholz keine Sorgen machen, weil das föhnt sich überall. Und sollte die Esche ausfallen, kommt auch die Fichte mit. Gegen 20-30% Fichte habe ich ja nichts. Also das Ziel hier heißt auf dem Boden ein Mischbestand halbe-halbe. 10-20% kannst du Tanne nehmen, 20% 30 Fichte und der Rest sollte regenwurmliebende Arten sein. Und ein bisschen Eiche, dann sind wir im grünen Bereich. Super. Also einfach gesagt, mir ganz grob, 10 Baumarten und mehr wären gut. 10 Baumarten. Plus. Okay, und nicht quasi nur eine, wie nicht hier steht. Eine. Ne? Genau, ja. Eine Null müssen wir noch dran fügen. Ja. Und natürlich, wie der Ludwig schon auch gesagt hat, mehrschichtig. Junge Bäume, mittelalte und alte. Ja. Wenn du das hier so wachsen lässt, hast irgendwann, aktuell sind sie, würde ich sagen, so mittelalt und irgendwann hast du dann alte. Und was ist dann? Aha. Dann, also man braucht immer alle Schichten. Ja, ja, verstehe. Kommt immer was nach. Kannst immer was entnehmen. Ja. Kannst schöne große entnehmen, kommt wieder was nach. Kommt Licht wieder rein, kommt die Jungen kommen, können nachwachsen. Einfach ein super System. Ja. Maximale Ökosystemleistungen, volle Kühlung, Verdunstung, ein voller Betrieb und der Boden auch. Besser kannst du nicht machen. Du kannst hier, denke ich, Ludwig, du meinst es ja so, ein bisschen mehr. Je nach Standort kann man natürlich ein bisschen an der Schraube drehen, kann man hier vielleicht ein bisschen mehr Nadelholz machen, woanders wird man vielleicht nur 20-30% machen, hier kann man vielleicht ein bisschen mehr machen. Okay. Wir schneiden normalerweise nie die kleinen um, sondern immer von meinem großen den nächsten gleich großen. Also kannst du hier mal ein Beispiel zeigen, dass man das erkennt? Der nächste große, der wichtig ist, ist dieser und von dem der nächste gleich große ist nochmal er.
Und ich habe da mal alle 50 Quadratmeter meinen wichtigen Stamm. Und der nächste gleich große, der kriegt in der Regel eine auf die Mütze. Die kleinen sind tabu, die brauchen wir, um die Stabilität zu erhalten. Da geht es auch nicht um das Risiko ein bisschen rot, sondern wie kriege ich den Bestand stabil. Okay. Weil einschichtige Bestände, die zerlegt es uns. Mhm. Aber jetzt schauen wir uns den Boden an. Und wenn man sieht hier, wie die Nadeln letztendlich hier sich auftürmen, dann sehen wir eben auch, dann kommt die Buche mit dazu. Das heißt also, hier sind Arten, die sich sehr schlecht zersetzen. Und man sieht, im oberen Bereich haben wir dann Humus mit dabei. Aber wenn man da in die Tiefe geht und gehen würde, dann sind die Feinwurzeln, die jetzt hier da sind, die sind wirklich nur auf die obere 10, 20 cm fixiert. Und drunter geht nichts mehr. Der Boden, wenn man jetzt anschaut, ist ziemlich trocken. Das wundert mich, weil wir gestern einen Starkregen hatten. Der war kurz, aber stark. Es kam einiges runter. Ja, wir haben hier. Und hier ist trotzdem trocken. Und da ist trocken. Wir haben hier so gut wie keine Regenwürmer drin. Und damit kann der Boden kaum aufnehmen. Da können wir uns vielleicht zum Vergleich mal auch ein positives Beispiel anschauen, wie es sein soll. Ja. Buche, da siehst du, die Buchenblätter sind noch massiv da. Von den Ahornblättern siehst du fast nichts mehr. Mhm. Ah. Gerbsäure wieder. Genau, ja. Da bist du also genau in dem Grenzbereich. Noch kein Mullhumus, sondern mullartiger Moder. Aber vom Trend her geht es jetzt, wo dann Ahorn mehr ist, in den Mullbereich. Okay. Das heißt, wenn ich da reingehe, dann merkt man auch, dann zersetzt sich das dann relativ schnell. Und wenn ich dann runtergehe, dann ändert sich in 20, 30 Jahren auch der Boden. Und die Wurzelleistung geht dann viel tiefer runter, wobei die Steine hier relativ bald schon kommen. Ja, wir haben ja stark kiesigen Boden hier. Aber er ist dann deutlich feuchter und die Wasserhaltekapazität und die Feuchteversorgung geht hier völlig anders, weil der Ahorn hier einfach das Vielfache an Feinwurzeln bildet wie die Fichte. Okay. Also man kann vielleicht grob sagen, ein Ahornblatt sollte bei einem guten Boden innerhalb von einem Jahr verschwunden sein. Ein Eichenblatt, das kann schon 3 Jahre, vielleicht bis zu 5 Jahre dauern, das, also ja, ein paar Jährchen länger. Und Nadeln 10 Jahre. In der richtigen Mischung aber, wenn dann ein paar Nadeln mit dabei sind beim guten Laub, dann versetzt sich das, gehen wir davon aus, dass sich das auch besser versetzt. Da haben wir auch so kleine Versuche, da haben wir so Streukästen, nennen wir das. Das sind so mit so einzelnen Abteilungen, einfach mit, wo wir verschiedene Streu, also Laub und Nadeln reingefüllt haben. Das ist jetzt nicht super hoch wissenschaftlich, aber da gibt es auch noch nicht viel an Wissen. Und da schauen wir, wie schnell sich das abbaut. Da haben wir, glaube ich, auch Bachelorarbeit dazu laufen. Wir Gärtner wissen sowieso, wir würden niemals mit reinem Eichenlaub mulchen unsere Böden, weil es zersetzt sich nicht. Oder auf den Kompost nur Eichenlaub schmeißen. Wir brauchen immer die Mischung. Ne? Es darf Eichenlaub dabei sein, aber nicht so viel. Richtig. Und Buche wusste ich gar nicht, dass die auch so viel Gerbsäure enthält. Genau. Und es gibt leider keine wissenschaftlichen Untersuchungen bei Feinwurzeln. Das ist das, was wir machen. Da gibt es nur Fichte, sonst gibt es nichts. Aber man sieht, das Ahornblatt ist schon viel stärker zersetzt wie das Buchenblatt. Und hier wird auch die Buche das Vielfache brauchen, also der Ahorn verschwindet. Was man ganz schön sieht, es kommt jetzt auch diese grautige Vegetation heran und das ist Regenwurmfutter. Ja. Und drüben, wenn man dann stärker geht, kommt eben Gras und wenn Gras ist, dann geht mit Füngung nichts mehr. Diesen Wald mit den Bedingungen bekommst du top mit einfachen Methoden zukunftsfähig. Super, da freue ich mich. Die nächsten 25 Jahre. Klasse. Jetzt sind wir in einem Waldstückchen hier von meinem Waldnachbar. Der hat hier ziemlich ausgelichtet, denn hier standen fast überall Eschen. Eschen, ja, die gehen alle kaputt leider und er hat frisch aufgeforstet. Und was hier alles wächst, wird uns gleich der Ludwig erzählen und vielleicht auch der Waldbesitzer, der gerade da ist. Hallo Uli, schön dich zu sehen. Ja. Und wunderschön, was du hier gemacht hast. Was heißt wunderschön? Kahlschlag sollte man ja nicht machen, aber bei dir ging es nicht anders. Nein. Und ich komme jetzt mal ein bisschen näher zu dir, wegen des Mikros, dass man dich auch versteht. Also, dass man mich auch versteht. Kannst du mal sagen, was du alles angepflanzt hast? Also wir hatten das Thema hier, dass der Altbewuchs nicht richtig gewachsen ist. Also nicht so wie bei dir drüben, sondern hier ist es eben so gewesen, dass nicht mehr weitergegangen ist und fast die Hälfte war Esche. Mhm. Esche
hat einen bakteriellen Befall gehabt, oder wie man das nennt, oder einen Virusbefall. Pilzbefall. Und das sind große Bäume von 40, 50 Jahren einfach umgefallen. Das muss man alle rausmachen. Und dann haben wir natürlich jetzt das große Thema gehabt, was machen wir jetzt? Mhm. Wir haben uns dann beraten lassen. Und die Empfehlung war, inklusive des Bodens und alles, was hier ist, auf Weißtanne zu gehen für die Zukunft und Flatterulme. In Gemisch. Aber auch gleichzeitig, wo wir natürlich diskutiert haben, auch wenn man hier schaut, Bäume stehen zu lassen für die Grundbeschattung, haben wir jetzt auch gemacht. Und wir haben fast 130 Bäume an Fichte auch rausgemacht. Aha. Das waren viele, ist auch so gestanden wie bei dir. Ja. Aber, und haben jetzt da die ganzen Äste weggemacht, also gehäckselt, und das wieder als Bodendüngung draufgelegt. Das finde ich ja eine super Idee. Gell? Und das ist ja auch, eigentlich hättest du es als Hackschnitzel verkaufen können oder als Brennholz, aber genau, so gibst du es dem Wald wieder so als Mulchschicht. Ja, vor allen Dingen eine Schicht. Und man sieht hier, ja, hier ist noch mehr gewesen an der Stelle. Mhm. Auch die Beschattung ist mehr. Ja. Und hier wächst es aber nicht so schlimm bis jetzt, wie es soll. Mhm. Und zusätzlich kommen jetzt wieder der Nachwuchs von denen, was vorher da war. Mhm. Also das heißt, ob jetzt das, wir haben sogar Eichen jetzt wieder drin, die wo hochkommen. Dann haben wir Ahorn. Und die Esche kommt auch. Jetzt muss man schauen, was lässt man und was lässt man dann nicht. Okay. Und jetzt, und dann haben wir das Ganze umzäunt auf Wildschutz. Natürlich. Weil es geht nicht anders. Ja. Jetzt da, ich habe das sogar unten befestigt, dass keine Wildschweine versuchen, wenn ich das versuche. Mhm. Und jetzt schauen wir mal. Super. Ich drücke dir die Daumen. Ja, danke. Und sieht toll aus. Jetzt zeige ich das mal, was du hier so gepflanzt hast. Ja. Das hier wird die Weißtanne sein. Das ist eine Weißtanne. Ich kenne mich nicht so gut aus, deswegen muss ich immer fragen. Ja, das ist jetzt eine Weißtanne. Was hat die hier Blaues da unten? Ja, das ist schon die erste Düngung. Ach, die werden gedüngt? Ja, ja, natürlich. Ah. Also das war eine mit Ballen. Sonst wären, so wie drüben, haben wir es ohne Ballen versucht, die normalen. Ist also 50% durch die Trockenheit eingegangen. Ui. Und hier schaue ich jetzt gerade nach. Bis jetzt habe ich eine gefunden. Und das ist schon toll. Mhm. Also eine, jetzt, ich bin noch nicht durch, aber sollten es 5 oder 10 sein, dann ist toll. Und das ist wirklich schön angegangen. Und das ist eine Kennzeichnung, dass man nicht die wegmäht, wenn man sauber macht. Oder du gehst hier tatsächlich durch und hältst das Unkraut runter. Oh, ich sehe hier schon, die schon Brombeere gemacht. Kommt. Jawohl. Wir haben das schon gemacht. Also das ist schon zweimal heuer gemacht worden, dass wir das durchgemäht haben oder gesäubert haben. Aber du siehst ja selber, es kommt immer wieder die Natur, holt sich das, was sie braucht. Kennst du die Kokosscheiben, die man unten rumlegt, um das? Kenne ich auch, aber das ist, wir haben überall hier das gemacht. Ah, ihr habt gemulcht. Also das ist nicht so, dass man das nicht sieht, sondern man sieht hier diese Mulchung, diese Häckselung, die ist hier. Wunderbar. Und was sehe ich hier? Wunderschön feucht hier drunter. So muss sein. Bei mir richtig trocken die Erde und hier, man kann es erkennen, ich kann eine Wurst draus machen. Ja, super. Das ist also bewusst so gemacht. Mulchen, auch im Wald, also wichtig, ne? Ja, klar, ist aber ein Haufen Arbeit. Ja. Und die andere, die Flatterulme, würde ich gerne noch sehen. Ja, das sind jetzt die da draußen. Da. Das sieht, ja, für mich als Laie, ich hätte Haselnuss gesagt, aber Flatterulme, okay. Die Ulme gehört zu den Edellaubbaumarten. Und Edellaubbaumarten sind für uns der Garant für gesunde, lebendige Böden, weil ihre Blattmasse und ihr Abfall der blanke Dünger sind und uns die gesunden Böden liefern. Jetzt muss ich aber doch noch die ketzerische Frage stellen. Ist das Holz auch gut nutzbar? Ist ein Hartholz und ist bestmöglich nutzbar. Und wir werden damit kein Problem haben, das später mal loszukriegen. Okay. Aber die entscheidende Bedeutung des Edellaubholzes ist, dass er die hohe Bodenleistung schafft, die hier notwendig ist und die im Vorbestand durch die hohen Anteile an Fichte eben nicht gegeben war. Okay. Und das wird nicht angepflanzt worden sein, sondern auch durch einfach stehen lassen bzw. Naturverjüngung hier, ne? Das ist der Anflug, der jetzt hier kommt. Und wenn Samenbäume da sind, ist es ungeschlagen. Und das ist das nächste Edellaubbaumart, der Ahorn, der Garant ist für gesunde Böden. Super. Uli, vielen Dank. Bitte. Dankeschön. Ciao, danke. Ja, ciao. Der Unterschied zwischen Fichten und Tannenarten ist, wenn ich bei der Fichte eine Nadel abziehe, dann sind so Korkkissen drauf. Und bei der Tanne heran sitzt die Nadel immer blank auf dem Zweig. Also das sind die zwei Unterscheidungsmöglichkeiten. Mit den Zapfen können wir hier nicht zeigen. Bei der Tanne steht es, bei der Fichte hängt es. Aber hier mit dem Korkkissen kann man immer
sagen, das ist eine Tannenart oder das ist eine Fichtenart. Ich merke es aber auch, die Fichte stupft wie Hölle und hier ist deutlich weicher. Es gibt unterschiedliche Arten, es gibt auch Tannen, die stupfen, an dem kann man es nicht sagen. Okay. Wenn wir jetzt hier reingehen, in den Wald, dann können wir jetzt nämlich einwerten anfangen. Dass wir sagen, was haben wir jetzt hier? Wir haben Baumarten da. Und da sehen wir, aha, bei den Baumarten oben sind wir natürlich hier im Nadelholzbereich. Also haben wir eine geringe Stufe. Wenn wir die Humusform anschauen, was ich hier sehe, dann sind wir also schon deutlich besser. Dann sind wir hier schon auf jeden Fall im Moderbereich. Wenn man dann die Struktur anschaut, ja, sind wir wieder einschichtig. Mhm. Wenn wir die Naturfüllung anschauen, da sind wir letztendlich schon hier deutlich besser. Okay. Im das gelben Bereich meinst du? Oder? Absolut im gelben Bereich. Sehr gut. Gelb bis grün. Gelb bis grün. Also bei uns würde man das jetzt zusammenrechnen. Hier jetzt leider nur die 1, Gewichtung vierfach, wichtigster Faktor, wären 4 Punkte. Dann haben wir hier gesagt, sind wir vielleicht im Moder. Dreifach, 3 mal 2 gibt 6. Sind wir bei insgesamt 10 Punkten schon. Dann haben wir gesagt, hier Monokultur leider zweifach, sind wir bei 2 mal 1, 2, dann bei 12 Punkten insgesamt. Und wenn wir hier dann hier wären, bei 3 Punkten einfach, sind wir plus 3, sind wir bei 15 Punkten. Und das durch 10, weil da die, das hier die Fachungen sozusagen, sind, gibt insgesamt 10. Durch 10 sind wir dann bei 1,5. Da wärst du schon Stufe 2. Ganz knapp in Stufe 2 und würdest jetzt 100 Euro pro Hektar und Jahr kriegen. Genau. Das sind Fördergelder eines Projekts, nämlich Life Future Forest. Mehr dazu hier auf dieser Webseite. Jetzt sind wir hier im zweiten Waldstück, 2-3 Kilometer Luftlinie entfernt. Und da sieht es schon mal ganz anders aus. Und ich bin sehr gespannt, was der Ludwig dazu erzählen wird. Ja, wir sehen, hier oben haben wir schöne Birke. Wir haben hier Buchen. Und wir sehen, wenn wir das Buchenlaub runtergehen, dass wir hier bodenmäßig tot. Moden nicht tot, aber nicht viel. Wir sind im Moder. Das heißt, das Blattwerk braucht 4-5 Jahre, bis es in den Bodenspeicher reingeht. Dadurch, dass wir aber kaum Regenwürmer haben, haben wir das Problem, dass die aerobe Phase nicht ist. Das heißt, auch dieser Abfall wird kein gesunder, lebendiger Boden. Okay. Und man sieht tatsächlich auch wenig Aufkommen hier unter der Buche. Es ist zu dunkel. Ja. Düngung wäre da. Hier heran dürfte auch der Wildbestand nicht so hoch sein, weil nebendran der Startjagd. Wir sind jetzt hier im guten Boden, das ist ein Altmoränenboden, ein Hochleistungsboden und da können wir auch Hochleistungswälder machen. Kannst du das kurz erklären? Hochleistungsboden, was bedeutet das hier? Dass der Boden so viel an Wasser, an Nährstoffe liefern kann, dass wir hier maximal Biomasse produzieren können und sehr hohe Ökosystemleistungen erhalten können. Gut. Leider habe ich, wenn wir mal reinlaufen, sehr viele, da fangen sie an, Brombeeren. Dort, wo die Vegetation ist mit Brombeer, die wir jetzt her, gibt es auch dann beginnend Regenwürmer. Und die Wildschweine sind da, wo sie Regenwürmer finden und da wohnen sie auch. Ah, okay. Bodenmäßig wieder. Hier schaut es deutlich besser aus wie unter Fichte. Aber man sieht das Eichenblatt wie das Buchenblatt, das braucht einfach bis zersetzt. Der lichte Fleck, hier Vergrasung, starke Brombeer, da wird es dann wahnsinnig schwierig, was hochzukriegen. Und für dich als Imker würde ich sagen, da setze ich ein oder zwei Ahorn mit rein als Bienenweide und mehr brauche ich nicht und warte es an sich ab. Also Weide ist kein Edellaubholz? Nein, ist sonstiges Laubholz. Okay. Weide, Birke, Pappel sind sonstiges Laubholz und da haben wir Weide, haben wir genügend. Aber hier wäre die Chance eben noch Edellaubhölzer dazu zu machen und bienenmäßig natürlich das Ganze und auch wirtschaftlich das aufzunutzen. Ja. Wir haben schöne Bäume hier, wenn wir uns umdrehen, haben wir zum Beispiel diese schöne Birke. Und die Birke, die soll noch 20 Jahre wachsen, dann wird sie mal Dimension haben und dann können wir es bestmöglich verwerten. Und darum, wenn wir so schöne Birke haben, schauen wir uns von der Krone an. Die nächste gleich große hier, die Fichte, die nehmen wir dann raus. Die kleinen sind tabu. Du willst also den da nehmen, bei dem Zwilling da? Die Zwilling da. Ja. Die Birke ist schön. Ja. Die ist nur einfach zu dünn. Muss halt nur 20 Jahre wachsen. Ich habe gestern mit der Frau Brombeer gepflückt. Wunderschöne Marmelade, schmeckt hervorragend.
Aus dem Wald? Aus dem Wald. Und dann kommen meine Zuschauer und sagen, oh Gott, Fuchsbandwurm. Was sagst du? Wenn ich Marmelade mache, dann erhitze es, dann passiert nichts. Und warum? Viel bessere Früchte gibt es nicht. Eben. Und roh essen, kannst du es empfehlen oder sagen, nee, ist gefährlich? Alles, was hier oben dran ist, wo der Fuchs nicht hinbieselt, kann ich bedenkenlos essen. Gut. Da bieselt er dann da, da oben. Okay. Und schaut euch diese wunderschönen Früchte hier an. Oh ja. Wenn du es waldbaulich richtig machst, kommt der nächste Wald. Es kommt die Birke, es kommt die Fichte, die Vogelbeer habe ich gesehen. Und wenn dann andere Baumarten sind, kommt die Verjüngung, wenn wir es richtig managen. Wir müssen richtig managen. Da steht es zu dunkel, da muss ich was tun. Da habe ich Licht, da muss ich bremsen. Und da pflanze ein oder zwei Bäume. Nicht mehr. Mit Einzelschutz. Mit Einzelschutz. Und ich muss, wie der Nachbar sagte vorhin, ständig hingehen und schauen, dass ich die Brombeeren runtertrampel oder. Nur bei diesen zwei Bäumen. Mhm. Der Rest soll dunkel bleiben. Kurz zur Geschichte dieses Waldes hier. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ging hier ein starker Sturm durch, der Wiebke, und hat hier so ziemlich alles platt gemacht. Die damaligen Besitzer haben dieses Stück hier nicht weiter bewirtschaftet. Ich habe es dann so gekauft und man sieht es auch, es ist ja ein Bestand, der früher viel Fichte hatte, ist aber viel anderes auch aufgekommen. Natürlich ist hier auch Buche gewachsen. Was siehst du noch? Ganz spannend, was wir über uns sehen. Diese Baumart kennst du dir, das ist nämlich eine Ulme. Das ist die Ulme. Bergulme, mhm. Sei, keine Flatterulme, mhm. Sondern eine Ulme. Dann haben wir drüben den Ahorn und die Esche drüben. Das heißt also, wir haben schon einen Mix an Baumarten. Und man sieht jetzt hier unter der Ulme, dass wir uns bodenmäßig wieder im grünen Bereich sind, weil die Ulme wie auch der Ahorn machen einfach diesen optimalen Boden. Und wenn man da mit der Schaufel reingeht, sieht man, dass das ein gesunder, lebendiger Boden ist. Da, wenn wir Regenwurmforschung machen würden, da haben wir einen Schwung von Regenwürmern. Also der ist bodenmäßig absolut top. Der Bestand von den Baumarten vom Wald hat er noch Potenzial, aber wir können den wunderschön umgestalten in einen Dauerwald. Und können letztendlich hier den Zukunftswald hier wirklich wunderschön ausformen. Zum Begriff Dauerwald, kannst du den erklären? Der Dauerwald ist diese Form, wo letztendlich ohne Kahlflächen arbeitet, dass ich immer möglichst ein Maximum an Blattmasse oberische habe und die entscheidet letztendlich die Bodenleistung. Das heißt, wenn ich hohe Bodenleistung habe, kann ich ungefähr das Zehnfache an Quadratmeter oberisch Blattmasse halten und dann produziere ich auch Volllast. Und diese Leistung sollte dauerhaft laufen. Das heißt, wir haben nie Kahlflächen, wir haben damit 25% mehr Holzzuwachs, weil immer Holzzuwachs, sind hochresilient letztendlich und das System ist Optimum, was wir bieten können. Okay. Und schaut euch hier her, was hier an Verjüngung kommt. Das sind lauter kleine Ahorn, die wir hier haben. Das heißt, wenn wir hier richtig managen, dann wird ein Großteil über diese Naturverjüngung laufen und wir können diesen Wald umformen in einen Top-Dauerwald mit gesunden, lebendigen Boden. Gut. Anfallen wird allerdings 2/3 Energieholz, aber das kannst du ja nutzen und die stoffliche Nutzung wird deutlich geringer sein, wie wenn wir sehr nadelholzlastig sind wie im ersten Wald. Wenn du jetzt eine Schulnote vergeben müsstest für dieses Waldstückchen hier, wir sind jetzt ein Stück durchgelaufen. Nach Schulnote wäre das hier vielleicht ein 2er. Ach so, gut doch. Aha. Und nach unserem System, wir haben Stufe 1 schlecht, Stufe 4 super, wäre das vielleicht Stufe 3. Gut, bin ich ja zufrieden. Was ist ein Naschwald? Naschwald besteht aus diesen Arten, die man essen kann. Kannst du Beispiele nennen? Esskastanie, Walnuss, können auch Bierarten unten sei, sodass die ganze Palette an essbaren Früchten da sind. Eisbeeren, teuerster Schnaps, teuerstes Holz. Ja. Also da haben wir eine Palette von Arten, die nicht giftig sind, die man nutzen kann. Mhm. Und
die letztendlich hier reinpassen würden. Wie sieht es mit so Kulturarten aus wie Birne, Apfel? Dürfte man sowas pflanzen? Kann man genauso mitnehmen. Da vorne könnte man Wildbirne und Wildapfel mitnehmen. Okay, aber nicht Kultur, also dass ich hier einen Jakob Fischer reinsetze? Wir sind halt im Waldbereich. Das heißt, es da ist nicht erlaubt? Es muss Wald sein. Ja. Mhm. Wir müssen so eine Funktion haben, dass die Waldfunktionen erhalten bleiben. Ja. Darum wäre mit Gezüchteten hier vorsichtig. Ja, verstehe. Aber Naschwald, super Idee, würde ich gerne umsetzen. Hört sich natürlich für mich fantastisch an. Machen wir im nächsten Winter. Sollen wir es gleich planen? Ja. Ja, super gerne. Das wäre hier die Lichtung dazu. Im Winter pflegen wir, im Frühjahr pflanzen wir. Danke dir. Hallo, Raimund. Servus. Bin sehr gespannt auf deinen Wald. Ja, das war der Sturm vom 12. Juli. Der hat hier Eiche abgerissen, komplett runtergerissen. Die Krone war noch dran gehangen, die habe ich dann runtergerissen. Oh, das tut weh. Ja, das wird jetzt ein Spechtbaum, den habe ich stehen lassen. Andere, die gefallen sind, die habe ich dann als Schnittholz schon verkaufen können, aber den lasse ich jetzt am Specht. Finde ich super, finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Gehört auch zum gesunden Wald. Insgesamt sind hier 40 Baumarten. In dem älteren Bestand werden es etwa 15 Baumarten sein. Und in der Neuanpflanzung, der jüngere Bestand, da steht dann noch mehr Artenvielfalt. Insgesamt 40 Baumarten, würdest du mir die Liste mal zeigen? Ja klar, die Liste kann ich da zeigen. Sagen kann ich jetzt wahrscheinlich nicht alle. Mhm. Also ich würde es 25 zusammenbringen, die anderen fallen wir dann schon noch ein. Also wir können ein bisschen rumschauen. Also hier ist die Stieleiche, hier ist die Wildkirsche. Da ist wieder Stieleiche, da ist wieder Kirsche, da ist der Bergahorn, da ist die Birke. Hier haben wir Fichten und interessanterweise, die Fichte gilt ja immer als Brotbaum der Deutschen, weil sie besonders gut wächst. Ja. Die Fichte und der Bergahorn, die sind genau gleich alt. Ja, Wahnsinn. Das ist interessant. Also in der Jugend wächst das Edellaubholz halt extrem schnell und gerade auf guten Böden. Der Standort passt hier zum Bergahorn. Und darum hatte die Fichte keine Chance gegen den Baum, weil der ihr das Licht genommen hat. Sie hat aber immer so viel Licht, um am Leben zu bleiben. Und das ist beim Dauerwald eigentlich auch das Waldbaukonzept, dass man so einen Halbschatten erzeugt. Wenn man hier durchsieht, dann sieht man, das sind Stellen, die sind lichter, dann sind wieder dunklere Stellen. Und insgesamt soll die Sonne am Tag eigentlich überall ein bisschen hinscheinen, an jede Stelle. Und das führt dann dazu, dass von unten stets Naturverjüngung hochkommt und die nicht untergeht. Drum sieht sie aus wie im Dschungel. Aber so soll es sein, ne? Ja, das ist total interessant hier. Ich habe jetzt etwa 20 Nistkästen da. Und die letzten, die ich aufgehängt habe, da bin ich gerade weggegangen und schon ist die Kohlmeise reingeflogen. Sie sind alle belegt. Wahnsinn. Weil das halt hier in dieser ausgeräumten Landschaft eine Oase ist für die Tierwelt. Und insbesondere natürlich für Vögel. Also der Boden, das ist hier der Mullzustand. Das ist halt der Zustand, in dem die Regenwürmer noch im selben Jahr oder spätestens im nächsten Jahr die gesamte Blattmasse zersetzen und wieder mineralisieren dann im Boden. Und da gibt es noch andere Zustände. Das ist halt diese dicken Nadelpakete bei der Fichte. Das ist dann eben Moder oder sogar Rohhumus, wenn es fast gar nicht zersetzt wird. Und unser Ziel ist es halt, möglichst viel Mullzustand zu schaffen, dass das Bodenleben immer hoch und aktiv bleibt. Mhm. Ja, die Zuwachsleistung in dem Wald ist dann halt auch besonders hoch. Ich vermute, dass sie etwa bei 25 Festmeter pro Hektar liegt. Und damit ist allein der energetische Zuwachs, der ins Holz geht, so hoch wie bei einem Maisacker, aus dem man Biogas macht. Ich muss aber nicht düngen, ich muss nicht spritzen und ich habe natürlich eine Naturoase. Ja. Bei gleichem Ertrag. Macht halt ein bisschen mehr Arbeit, als mit dem Maishäcksler übers Feld zu fahren. Was hat dich dazu bewegt, als Lehrer so in den Wald zu gehen und in den Wald aufzuforsten? Also ich glaube, ich habe Wälder schon immer gern gemocht und geerbt habe ich den Wald natürlich und damit habe ich auch Verantwortung übernommen. Und die versuche ich auch wahrzunehmen, die Verantwortung. Ja, außerdem macht es total viel Spaß. Klasse. Und was sehe ich, wenn ich nach oben schaue? Diese Esche. Ich sehe einfach ganz viel Laub und ganz wenig Nadeln. Hinten spitzt so ein bisschen eine Kiefer durch. Also interessant, wenn man jetzt fragen würde, was ist die häufigste Baumart hier in dem Bestand, dann würde man das nicht meinen, es ist die Fichte.
25% dieses Bestandes sind Fichte. Aber ganz viel Laub und ganz viel durcheinander. Ich würde jetzt sagen, ganz schön unordentlich. Ja, kannst du da nicht mal aufräumen und ein bisschen was sauber machen? Hier liegt überall liegen Äste rum. Also gute Wälder sind immer unordentlich. Es sind zwar nicht alle unordentlichen Wälder gut, aber gute sind immer unordentlich, ganz sicher. Und warum? Weil die Natur nicht nach Ordnung schaut. Wir brauchen einfach diese Äste, das Stammholz, das teilweise noch liegt. Ja, und es hält den Boden feucht, das ist wieder Nahrung für die Regenwürmer, für andere Bodenlebewesen, ja, Humusbildung, das gehört alles mit dazu. Also geschlampert muss es sein, der Wald. Also der Dauerwald, der kennt so ein paar Prinzipien. Das kann man vielleicht hier ganz gut veranschaulichen. Das eine ist Stetigkeit des Waldorganismus. Wie der Name schon sagt, Dauerwald, da soll halt immer Wald draufstehen. Das soll nicht irgendwas abgeräumt werden und dann ist da zeitlang mal gar nichts mehr oder nur ganz kleine Bäume, sondern da sollen immer echte Bäume dastehen. Das zweite ist Lebendigkeit des Bodens. Also die Bodenorganismen, die müssen immer ein bisschen angefeuert sein. Deswegen soll nicht totaler Schatten drauf sein, da passiert oft auch zu wenig im Boden. Es soll aber auch nicht die Sonne voll drauf knallen, sondern eben dieser Halbschatten da sein. Das dritte ist dann Mischbestockung, also verschiedene Baumarten einzeln gemischt. Auf gleicher Fläche. Und dann ist noch ein Prinzip die Ungleichaltrigkeit und die ungleiche Höhe. Also die Bäume sollen alle unterschiedlich hoch sein. Da sollen kleine da sein, mittelhohe, hohe. Und das sieht man hier auch. Die Fichten sind so mittelhoch. Dann die Eiche da hinten, die ist ganz hoch. Oder der Bergahorn hier. Und das letzte Prinzip ist, dass überall zur Holzerzeugung genügender Holzvorrat da sein sollte. Also es soll immer Holz da sein, wo man wirklich Wertholz auch gewinnen kann. Das schaut wirklich schön aus, auch muss ich sagen. Schon Richtung Urwald. Hier haben wir sogar einen Holunder drin. Ja, es sieht irgendwie so aus, gell, als würde das alles wild wachsen. Dabei zählt dieser Wald zu den am intensivst bewirtschafteten Wäldern in ganz Deutschland. Da bin ich mir sicher. Also ich bin jedes Jahr auf ganzer Fläche tätig. Aha. Man sieht es aber nicht. Dadurch, dass aber immer ein bisschen Licht reinkommt, haben halt solche Sträucher wie jetzt der Holler auch eine Chance, dass sie am Leben bleiben. Lang wird es nicht sein, irgendwann wird es da zu dunkel, dann stirbt der ab. Mhm. Aber so ist es halt in der Natur. Und so kommt halt was anderes nach. Ja. Ja. Da sieht man wahrscheinlich eine Esche hier rechts von dir. Das ist jetzt, da sind überall Eschen und die sind halt vom Eschentriebsterben betroffen und irgendwann werden sie dann durch einen Sekundärschädling angepackt. Da kommt zum Beispiel der Hallimasch von unten oder hier ist vielleicht auch der Eschenkrebs reingegangen. Ja. Da sieht es so aus und bringt es dann um. Das Eschentriebsterben selber bringt die Eschen selten um. Meistens ist dann der Sekundärschädling. Aha. Hast du gesunde Eschen auch bei dir oder meinst du, die gibt es dann gar nicht mehr? Doch. Werden wir uns irgendwann von der Esche verabschieden müssen? Das weiß ich nicht. Also es sind noch gesunde Eschen da, aber es ist unwägbar. Also ich habe jahrelang geglaubt, ich habe Eschen, die halten Stand und plötzlich kommt das Eschentriebsterben und dann werden sie unten am Stamm faul und dann muss man es auch schnell umsägen, weil die extrem brüchig sind dann. Und dann wird es wirklich gefährlich. Ja. Die hier, sowas, den wird jetzt wahrscheinlich schon umschneiden. Den da lasse ich einfach als Totholz stehen, da mache ich gar nichts mit dem. Da muss ich vor allem die Zukunftsbäume sehen. Zu denen gehe ich hin und schaue, wo sind Bedränger, die dann markiert werden. Zum Beispiel hier den rot markierten Ahorn. Genau. Das ist für dich ein Zukunftsbaum? Man sieht das, der hat einen schönen geraden Stamm. Der geht bis auf etwa 7-8 Meter hoch und wird vielleicht einmal ein Zukunftsbaum werden. Während grün markiert bei dir wegkommt? Ja? Das kommt dann weg und fällen tue ich im Winter. Und im Winter sehe ich ja grün, weil da ist ja sonst kein Grün. Ah, deswegen. Also rot, in diesem Fall hier Zukunftsbaum. Grün kommt weg, weil Esche und die wird schon kaputt, wie fast jede Esche bei uns. Schade. Du hast einen Mammutbaum gepflanzt. Genau, da habe ich die Samen im Internet gekauft und habe ein paar hochgezogen und irgendwann dann rausgesetzt. Kommen die ursprünglich aus Nordamerika, ist das richtig? Ja. Es gibt drei Mammutbaumarten, das ist jetzt der Bergmammut, dann gibt es noch den Küstenmammut. Nach meiner Erfahrung wächst der aber bei uns nicht, das habe ich auch schon versucht, schaut ganz schlecht aus. Und dann gibt es noch den Urweltmammut, der wächst bei uns auch. Und wenn man da drückt, drück mal rein, dann spürst du was. Oh, ganz weich.
Die haben in Nordamerika, ist das ein Brandschutz. Da haben die Bergmammuts, die sind ja Meter dick. Und dann haben die 50 cm weiche Borke. Und das ist die beste Isolation. Also wenn da ein Waldbrand da ist, kriegt er gerade mal warme Füße. Passiert ihm aber nichts. Verrückt. Und so hat die Natur das für den eingerichtet, dass der eine ganz weiche Borke hat. Der ist jetzt wie alt hier mit dem Umfang? Der wird jetzt wahrscheinlich so 15 Jahre alt sein. Okay. Der hätte mehr Licht gebraucht. Darum habe ich drumherum ein paar weggeschnitten, weil die in der Jugend sehr lichtbedürftig sind. Aber er wurstelt sie irgendwie schon durch. Wo beziehst du denn deine Bäume her? Aus einer Baumschule oder machst du das tatsächlich auch selber? Na, wenn, dann hole ich es aus der Baumschule, wenn ich Pflanzen habe. Oder manchmal mache ich es auch, dass ich sähe selbst. Da sammle ich die Nüsse, wenn es da ist, und kann ich danach eine Eiche zeigen. Das ist eine Saateiche, die sieht jetzt schon wahnsinnig toll aus. Und die sind ja viel stabiler gesäte Pflanzen als welche aus der Baumschule, weil die Wurzeln immer unterschnitten werden, bevor die herkommen. Und die beste Qualität kriegt man sicher aus der Saat. Aber da braucht man halt entsprechend gutes Saatgut. Wie viel Hektar Fläche hast du hier in etwa? Das sind jetzt 3,5 Hektar, halber Hektar Wiese und 3 Hektar Wald. Okay, also auch recht klein. Ja. Und du bewirtschaftest das wahrscheinlich alles auch alleine? Ich mache das alles selbst, aus den schon genannten Gründen, weil das halt auch ein bisschen was Besonderes ist und ein hohes Maß an Vorsicht und Rücksicht braucht, wenn man diese vielen Baumarten erhalten möchte. Also hier ist jetzt zum Beispiel eine nordamerikanische Schwarznuss. Oh ja. Die ist jünger als der übrige Bestand, 2 Jahre jünger, und hat sich da trotzdem, weil die extrem wuchskräftig ist, etablieren können. Braucht jetzt aber ganz viel Licht. Also die ist sicher durch einen Sturm runtergefallen. Okay. Und die sollen also auch so stark färben, ne? Abfärben. Ja. Ich lang's nur mit Handschuhen. Eine Roteiche. Auch rot gekennzeichnet, die Zukunftsbaum. Ja, genau. Das wird natürlich ein Zukunftsbaum, weil der einen tollen Stamm hat. Auf 6 Meter kein Ast. Und Roteiche heißt sie deshalb, weil sie im Herbst eine extreme Rotverfärbung hat. Das sieht total toll aus. Oh. In Amerika gibt es ja diesen Indian Summer. Aha. Und da sind die Roteichen mit beteiligt. Okay. Kannst du auch was zum Alter von dem Baum sagen? Einfach nur, dass man eine Vorstellung hat. Man sieht hier die Dicke. Ja, der ist 14 Jahre alt. 14 Jahre. Es ist eine Eberesche, würde ich sagen. Ja. Hat so Blätter, die fast ausschauen wie eine Eberesche, ist aber keine Eberesche, das ist ein Speierling. Der wächst bei uns in Franken oder in Frankreich. Und hier im Süden findet man die kaum, weil die Speierlinge viel Wärme brauchen, vertragen viel Trockenheit. Und ein paar dieser Speierlinge habe ich durchgebracht. Ich hoffe jetzt, dass der bleibt, weil das wäre einfach schön, wenn man so weit im Süden ein paar schöne Speierlinge hätte. Das ist die Elsbeere. Ah, Blätter wie ein Ahorn fast. Ja, da kann ich da anschließend der Scheiball geben, weil ich schon welche rausgenommen habe, eine Baumscheibe. Aha. Weil die Elsbeere ist zurzeit das teuerste Holz in Deutschland. Dann nehme ich natürlich ein Stück. Aber das ist nur so eine kleine Scheibe. In Gold aufgewogen. Nein. Und das ist eine Mehlbeere hier, da links der gerade. Also die hat keine Elsbeerenblätter. Ich habe eigentlich nie Mehlbeere bestellt und irgendwann habe ich gesehen, es ist eine Mehlbeere da. Ist doch auch wieder Vielfalt. Ja, ist was doch mir super. Jetzt beim Herfahren aufgefallen ist, ich habe mich fast gefühlt wie in England. Dort hat man am Rand auch überall Hecken, wo kein Durchkommen ist. Bei dir auch richtig heckenartig. Was hat es damit auf sich? Das hat ein paar Gründe. Das erste ist, diese Hecken, die würden immer weiter rauswachsen, wenn ich die nicht jährlich zurückschneide. Und irgendwann würden sich dann die Nachbarn beschweren, dass sie auf den Wegen nicht mehr fahren können. Es hat aber noch einen weiteren Vorteil. Ein Dauerwald braucht ein Waldinnenklima. Das Klima muss feucht sein, extrem feucht. Und ich kann dieses Innenklima dann herstellen, wenn ich außen rappeldicht mache. Und deswegen schneide ich das jetzt jährlich mit der Heckenschere runter. Gestern war ich erst wieder tätig. Dauert einen Tag außenrum und innenrum ist insgesamt 1 Kilometer. Und dann ist der wieder rappeldicht für ein Jahr. Tatsächlich eine Heckenschere. Ja, mit der Stabheckenschere komme ich ein bisschen höher auf knapp 4 Meter und dann schneide ich das komplett runter. Verrückt. Und dadurch habe ich 2 Meter, wenn man reingeht, ist sofort der Waldklima da, wo es normalerweise mindestens 50 Meter braucht. Und es schaut hübsch aus und man sieht, es ist Hecke. Ja, also ich mache es jetzt nicht wegen der Deko, sondern echt
wegen dieses Nutzens für das den meinte Wald. Ich auch nicht wegen Deko, sondern auch als wunderbares Biotop für Vögel und Co. Da brüten, weil es ja auch so dicht ist, natürlich wahnsinnig viele Vogelarten auch drin. Und sie haben hier Futter ohne Ende. Ja. Hier sind wir im Naschgarten. Hier wächst Äpfel, Birne, Walnuss. Raimund, habe ich was vergessen? Haselnüssen, aber die sind noch nicht so groß. Und es sind auch Tümpel hier. Die sehen aber recht trocken aus. Ja, also das habe ich schon beobachtet, die letzten 20 Jahre. Der Klimawandel macht sie deutlich bemerkbar. Die sind viel seltener mit Wasser gefüllt und stehen auch viel länger trocken. Normalerweise sind die im Frühjahr immer mit Wasser gefüllt gewesen oder früher halt. Und in den letzten 10, 15 Jahren ist das immer weniger geworden. Mhm. Also wir haben mehr Trockenheit und wir haben einen Klimawandel, so ist es halt. Und was mir hier auch sehr gut gefällt, diese Wiese. Ich sehe hier verschiedenste Pflanzen, zum Beispiel Johanniskraut, da was so gelb rausleuchtet. Das sind Malven da, da ist die Königskerze, die Nachtkerze. Woher das kommt, keine Ahnung, aber soll die Natur entscheiden. Und hier sind wir außerdem inmitten seines Waldes. Außenrum ist das Waldgebiet und hier drin eine Lichtung oder dieser Naschgarten. Ich finde es toll. Man kann sich direkt vom Apfelbaum hier bedienen. Darf ich mir einen pflücken? Klar. Oder sind die rar? Nein, gerne. In der Hoffnung, dass sie essbar sind. Köstlich. Und vor allem, wenn man Durst hat, ist so ein frischer Apfel perfekt. Raimund, du wirst ja wahrscheinlich jede Menge Brennholz hier haben. Wahrscheinlich mehr, als du selber brauchst. Aber meine Frage ist, was hast du für eine Heizung zu Hause? Also hier in Weil habe ich tatsächlich eine Heizung, einen Holzvergaserkessel. Also Stückholz? Stückholz. Bin sehr zufrieden damit. Mhm. Und diese Brennholzdiskussion, die wird jetzt immer heftiger. Und ich stelle das ja fest, jeder spricht von Wärmepumpe. Aber das Problem ist halt, wir haben im Winter den Strom nicht aus Solarenergie, also aus Photovoltaik. Das wird nicht reichen. Und ich glaube, dass wir gerade, wenn diese eiskalten Tage sind, dass dann Holz eine sinnvolle Energiequelle ist. Denn das ist Energie, die im Sommer gespeichert wird und die ich halt auch lagern kann. Es kommt dann aber auch ganz häufig der Satz, ja, wenn das alle machen würden. Ist immer doof. Natürlich ist das nur ein kleiner Prozentsatz. Die Holzverbrenner, wie ich auch habe, als Grundofen oder eine Pelletheizung, du als Stückholz, Vergaser, super, verbrennt auch ganz sauber. Ich habe noch keinen einzigen Baum hier umgeschnitten, um Brennholz zu gewinnen, sondern ich habe immer nur Bäume geerntet, damit die Zukunftsbäume Platz haben. Mhm. Und dieses Holz wird meines Erachtens dann auch sinnvollerweise als Brennholz verwendet. Ich nehme ja nicht die kleinen Äste, sondern wirklich die Stammstücke. Mhm. Laubholz hat halt das Problem, dass man es wirklich erst verkaufen kann, wenn es bestimmte Dimensionen hat. Also bei einer Esche sagt man, die muss 70 cm stark sein in Brusthöhe, mhm, damit die als Schnittholz überhaupt verkaufbar ist. Und alles drunter kann ich jetzt entweder im Wald liegen lassen oder ich verbrenne es halt. Und es wächst ja wieder nach. Beim Dauerwald ist es so, dass immer nur einzelstammweise Bäume entnommen werden. Das bedeutet, dass der Kronenschluss sehr schnell wieder geht. Mhm. Also Krone, sehr schnell entsteht dieser Kronenschluss. Das heißt, innerhalb weniger Jahre ist dieses CO2, das ich da jetzt rausgenommen habe, oder den Kohlenstoff mit dem Baum, ist das wieder im Wald und kann wieder zuwachsen. So sehe ich das auch. Und darum glaube ich, Pflegeholz wird in Zukunft, wenn wir die Wälder umbauen, zu Laubholzwäldern noch vermehrt anfallen. Und dann müssen wir uns überlegen, was wir damit machen. Bauholz ist natürlich auch gut. Ich bin ein Fan von, wenn ich mit Holz baue, Holzhäuser baue, speichere ich da ja auch viel CO2 rein, ohne dass ich es verbrenne, ohne dass es im Wald vermodert mit der Zeit, sondern das ist gespeichertes CO2 und natürlich bester Wohnraum auch, ne? Bestes Wohnraumklima. Ist super, wenn wir das haben, aber das meiste Bauholz ist halt bei uns Fichte, mhm, ein bisschen Tanne, mhm, aber das Laubholz wird kein Bauholz. Ja, Buche, zu schwer, ist, ne? Buche ist zertifiziert, aber wahnsinnig teuer, mhm, und dann müssen wir uns halt mit dem Laubholz einfallen lassen, was wir damit machen. Und ich glaube, solange wir das noch nicht als Möbelholz verkaufen können, was die Dimensionen noch nicht hat, dann verbrennen wir es doch sinnvoll. Es wächst im Wald ja wieder zu. Ja. Und ich finde jetzt auch nicht, man sollte jetzt auch nicht sinnlos das verbrennen, sondern nur in den kalten Wintertagen, wenn man wirklich sagt, jetzt kann ich die Wärme brauchen, weil es die Wärmepumpe zum Beispiel nicht, ja, hergibt. Und mit modernen Anlagen, die auch sauber verbrennen. Ich glaube, ja, das ist auch eine wichtige Sache. Das ist es gibt schon Dreckschleudern auch, diese ganz alten Öfen. Ne? Ja.
Nein, das ist zwingend erforderlich. Ja. Und ein guter Ofen, der hat einen total niedrigen Feinstaub. Der Kaminkehrer, der bei mir hier den Feinstaub gemessen hat, der war 10-fach unterm Grenzwert die Messung. Wahnsinn. Und da habe ich kein schlechtes Gewissen. Sagst du mir noch den Hersteller deiner Heizung? Das ist jetzt der KWB. Also Österreicher. Die sind da Vorreiter. Ja. Ja. Wie ist das eigentlich mit dem Rehverbiss? Ist das nicht problematisch auch? Der Rehverbiss ist absolut problematisch und ein entscheidender Faktor hier bei dem ganzen Thema Waldumbau. Ja, wenn wir das mit dem Rehverbiss nicht in den Griff kriegen und du hast keinen Zaun, kannst du das ziemlich vergessen. Der Raimund hat hier jetzt erst mit der Wildkamera aufgenommen, er hat 5 Rehe mindestens drin, vielleicht tendenziell sogar eher mehr. Mhm. Hier in dem Wald macht es tendenziell, ist es vielleicht gerade noch okay, vielleicht aber auch schon auch zu viel, aber er hat so viel Naturverjüngung hier drin, hier ist so viel Grün. Da ist vielleicht sogar für mehrere Rehe eben mehr Platz. Aber normalerweise ist es viel zu viel. Und wenn man sich jetzt nicht, bevor ich mich jetzt nicht näher mit dem Thema beschäftigt habe, hat man so als Gefühlsmensch, denkt man sich so, ja, schade, dass die Rehe weggeschossen werden. Ja, das tut einem leid und muss das denn sein? Aber es muss tatsächlich leider sein. Ja. Die Rehe verbeißen die Laubbäume, die wir jetzt dringend brauchen für die Zukunft. Ohne eine effektive Jagd, oft wird zum Beispiel nicht innerhalb des Waldes gejagt, wo es nötig ist, sondern außerhalb des an den Wiesen und so. Waldes und in Wiesen. Und das Reh hat ja auch keinen natürlichen Feind mehr, ne? Wo ist der Wolf? Also er kommt zwar wieder, aber noch ist er nicht da, ja. Der normalerweise das im Gleichgewicht halten würde. Ja, wir müssen leider als Mensch hier eingreifen und den Bestand reduzieren. Sehe ich auch so. Deswegen unterstütze ich ja Jäger auch gerne und kaufe gerne mal ein Wild. Ist außerdem ein hervorragendes Fleisch. Im Serengeti-Nationalpark leben auf 1,6 Millionen Hektar 1,5 Millionen Pflanzenfresser. Hier leben auf 3 Hektar 5 Pflanzenfresser. Die Wilddichte ist hier höher als im Serengeti-Nationalpark. Das muss man einfach mal offen sagen. Okay. Wir hätten natürlicherweise viel geringere Wildbestände. Was sagst du? Gebt zu, hier sind keine Elefanten, aber Rehe fressen auch Laub. Also man braucht einfach da ein Gleichgewicht, wie überall. Ja. Ein natürliches Gleichgewicht. Mhm. Deswegen müssen wir eingreifen. Das Entscheidende ist, kommt der Wald hoch oder kommt er nicht hoch? Wenn er hochkommt, passt die Wilddichte. Wenn er nicht hochkommt, muss scharf geschossen werden. Mhm. Das ist so. Mhm. Ich selber könnte es nicht. Also ich könnte kein Tier töten. Darum bin ich froh, dass es Jäger gibt, die das machen. Eben. Schon unterstützungsfähig. Elsbeere ist ein begehrtes Holz. Und das ist total hart und dicht. Verschwindet nicht. Ich hoffe, dass es nicht reißt. Ah, dass es als Scheibe bleibt. Mhm. Elsbeere, wunderschön. Vielen Dank. Raimund, ganz herzlichen Dank fürs Zeigen. Toller Wald, schöner Wald. Absolut herzeigefähig. Sowas gefällt mir und mein Ziel, auch so einen Wald zu haben. Ludwig, vielen Dank für die total gute professionelle Hilfe. Und wir bleiben in Kontakt wegen Naschwald. Ja. Nico, auch an dich. Tausend Dank. Danke. Vom Landratsamt. Super für die Begleitung. Heinz, wir sehen uns gleich noch. Mich kriegst du nicht so schnell los.